Okay, einen schönen guten Morgen. Mein Name ist Marco Dings. Ich möchte etwas erzählen über Vector Graphics. Ich entschuldige mich für eventuelles Kauderwelsch. Ich bin Holländer, Niederländer, versuche es halt auf Deutsch, aber es könnte sein, dass irgendwie wann ich dann etwas schwierig tue mit den Wörtern, also Verzeihung. To begin with the end in mind, also fang an mit das Endergebnis. Ihr seht jetzt eine einfache Seite mit Vektorgrafik, um ja ein bisschen einen Geschmack zu geben, was es da zu erreichen gibt. Die Präsentation habe ich schon mal gemacht mit der Chiara Aliotta, die in der Joomla Community im Marketing-Team sitzt und das Branding macht. Die hat dann auch ein etwas jüngeres Ebenbild von mir stiliert eingegeben. Ich glaube, das war schon vor, wenn das meine richtige, schon lange her, wie ich so ausgesehen habe. Aber ihr seht schon, dass hier ist eine Grafik, wenn ich da mit der Maus rüberfahre, ist die Brille weg. Es sind nicht verschiedene Bilder. Es ist nur ein einziges Bild, was man manipulieren kann. Das werden wir dann im Nachhinein auch mehr sehen. Das geht dann auch weiter. Man kann das auch richtig mal animieren. Also hier, wenn man hier gut hinschaut, dann sieht man, dass die Farben der sich hier subtil ändern über die Zeit. Das ist eine Animation von der Vektorgrafik mit CSS-Mitteln. Ja, zur rechten Seite gibt es eine Grafik, die über SVG selber animiert werden ist. Also sind autonome Bilder, will ich mal sagen, die komplexe Sachen machen können. Des Weiteren, eine Vektorgrafik lässt sich beliebig skalieren, ohne dabei an Resolution zu verlieren. Also man kann eine Grafik herstellen, die kann man sehr klein oder sehr groß darstellen, auf willkürliche Plätze in der Webseite oder in eurer Webseite. Wenn ihr mitschreiben möchtet, braucht es nicht. Ihr könnt es auch live mitschauen. Diese URL. Da steht alles drauf, was. Das ist die Präsentation. Entschuldige. Firyagroup.com/etv. Firyagroup. Firyagroup.com/etv. Wer möchte, gebe ich dann nachher in meine Karte, dann müsste das eigentlich schon hinkommen. Das ist eigentlich eine Benutzeranleitung geworden, um mit Vektorgrafik umzugehen. Also die Vektorgrafik, entschuldige, die Seiten sind auf Englisch. Das müsst ihr dann doch hingehen und entweder mit Google oder wie weiß ich was, wenn es zu schwierig ist, übersetzen. Also Vektorgrafik, SVG, das gibt schon seit sehr langer Zeit. Nein, das ist nicht Flash. Flash können auch Vektorgrafiken sein, aber das Format SVG, Scalable Vector Graphics, ist eine Textdatei, werden wir nachher auch noch sehen. Die beschreibt einfach, wie man ein Objekt zeichnet. Also man zeichnet ein Viereck, ein Zirkel, eine Linie, Text. Und das Gute daran ist, dass man das in einer Art virtuellen Welt macht und der Browser, der generiert dann die Grafik selber. Und das ist das, das Schöne dran. Der macht das dann auch immer auf der Resolution, also ob es ein Pixel Retina Display ist oder im Nachhinein eine Apple Watch oder eine Google Gear Watch oder weiß ich was.
dieselbe Grafik ist dann immer gestochen scharf dargestellt. Das ist das Schöne. Und die Grafiken sind sehr klein. Wenn wir im Nachhinein auch sehen, erstaunlich klein, was man damit erzielen kann. Es gibt verschiedene Sorten von Vector Graphics. Im HTML5 kann man auch zum Beispiel das Canvas benutzen. Aber in Canvas ist zwar die Quelldatei ist zwar Vector Grafik, aber im Browser sind es pixelierte Bilder, die da reingestellt werden. Und Vector Graphics, also Scalable Vector Graphics, SVG, ist da halt anders. Der Browser generiert die Grafik. Es ist nicht gerade Plug and Play. Es braucht schon ein wenig Brainpower, um das gut zum Laufen zu bekommen, also optimal zum Laufen zu bekommen. Man kann eine Vektorgrafik wie eine Bilddatei einladen, aber das bringt dann nicht das, was man eigentlich haben möchte. Wenn man damit etwas tun möchte, braucht man ja ein Tool, um sie zu erstellen. Es gibt ein Open Source Tool, nennt sich Inkscape. Kann man sich runterholen auf verschiedene Plattformen und damit kann man sich Objekte zeichnen, komplex, man kann Gradienten hineinmachen, sehr einfach. Es gibt ein web-based Variante, die ist findet sich online in Google Source Repository, kann man sich einfach starten im Browser und darin zeichnen und sich die resultierende SVG-Datei runterladen. Oder man benutzt, wenn man grafisch mehr orientiert ist, ein kommerzielles Tool wie Adobe Illustrator und exportiert sich dann die Sachen. Wird dann mal, aber es braucht schon ein wenig extra, um das schön herzustellen. Also, entschuldige, das ist Illustrator auf Holländisch, habe ich mich heute Morgen realisiert. Also, nicht ganz optimiert. Ich habe hier eine nichtssagende Grafik zusammengestellt mit Zirkel, Sternchen, Viereck, etwas Text. Und hier zur rechten Seite seht ihr, dass Illustrator diese Grafik, also ich habe die gruppiert in verschiedenen Layers. Und das habe ich getan darum, dann eigentlich, weil man dann in der Grafik wie in einer HTML-Page eine Art Hierarchie einbauen kann. Und dann kann man sich hier das Sternchen, das mal an- und ausschalten, kann man sich anvisieren. Kann man sagen, okay, ich möchte diese Sternchen sichtbar machen, eine andere Farbe geben und das geht dann halt über die CSS-ähnliche Anvisierung. Jetzt, wenn zum Beispiel Illustrator so eine Datei macht, macht er das hier, LARC, wäre also Layer auf Englisch. Das ist aber nicht viel sagend. Wenn ihr sowas machen würdet, wäre es besser, wenn man so die Layers umbenennt auf etwas, was Sinn macht, damit man dann im Nachhinein auch ein Styling hat, das man lesen kann. Also wenn da steht Layer 3 und Text in Layer 3, was man ja auch noch nicht, was man halt meint oder was man anvisieren möchte. Also ich habe hier ein Vorbild gemacht, wir schauen uns dann das gleich dann mal an. Zeichne jetzt einfach in Illustrator. Und dann sagt man Datei auslagern. Ja, schon auslagern. Ja. Kann hier dann sagen, kein Illustrator-File, aber SVG, Scalable Vector Graphics. Sage ich Save.
gibt es schon, aber macht nichts. Bekommt man eine Liste mit Optionen, die man sich, ja, wo man sich das optimieren kann für. Man kann auch in einer Vektorgrafik auch Bilder hineinladen, also ein PG in einem Vektorgrafik hineinnehmen. Man hat ein virtuelles Koordinatensystem, wo man zeichnet. Da kann man sagen, okay, ja, nimm nur 2 oder 3 Ziffern hinter dem Komma. 20 macht keinen Sinn. Also die Präzision ist etwas blöd und macht nur die Datei größer. Man kann das hier noch anstecken, dass man das optimal für Illustrator wiederverwenden kann. Man kann Fonts sagen, okay, man soll das Font genau nehmen, wie es im Illustrator ist, oder man kann sagen, mach mir das Font halt auch aus dem Bild raus, also zeichne mir das, dann brauche ich das Font nicht im Webbrowser zu laden und trotzdem kann man das willkürlich skalieren und sieht dann noch immer schön aus. Ja, Fragen sind. Kann ich den Font mit reinladen? Kann ich dann den Text auch ändern? Ja. Das ist das Schöne dran. Ich zeige es dann auch. Dies wäre dann die Datei, die generiert wurde über Illustrator. Und dann sieht man hier, und man erkennt auch wahrscheinlich die Ähnlichkeit mit einem HTML-Dokument. Mal etwas einspringen. Also wenn ihr euch erinnert, die äußere Gruppe oder äußere Leer war Leer 4. Dann gab es 1, 2 und 3. Ich habe die Namen nochmal gleich gehalten. Und man sieht hier, IDE ist. Also da könnt ihr euch vorstellen, dass man im Nachhinein kann sagen, Hashtag Leer 1, Leer 1 und dann mache ich mal Text. Hier sieht man schon die Fontfamilie, die reingeladen ist. Und ich gebe das eine andere Farbe. Das kann man dann im CSS machen. Schauen wir uns später an. Aber dann sieht man auch, dass es nützlich ist, sich hier normale semantische Namen zu nehmen, die etwas bedeuten, die nicht bedeutungslos sind. Und man sieht hier, man kann verschiedene Sachen, also er zeichnet hier ein Rekt, also ein Viereck, ein Polygon, eine Ellipse oder Text. Können Sie da auch ein Rektangel gleich hinzufügen? Kommen wir dazu. Wird alles, kommt alles gut. Aber ich möchte nur mal angeben, dass es, was hier ungefähr dann passiert. Wenn man das dann alles hat und man hat das optimiert, dann gibt es auch noch so ein Tool, um das zu optimieren. Verschiedene Editoren bringen noch unzähliges Zeugs rein, was nichts bringt. Da könnt ihr ein Tool finden, SVG Optimizer. Das ist ja so etwas wie Minify für JavaScript oder CSS. Das nimmt all den Unsinn raus. Hier gibt's noch, hier ist dann ein Vorbild von Chiara, die Abbildung von Chiara, die wir auf der ersten Seite gesehen haben. Und da sieht ihr schon, da haben wir mehr Namen benutzt, die etwas sagen. Also die Gruppe Chiara, Collar wäre ihr Kragen. Hier wäre das Gesicht. Und da kann man dann Sachen mitmachen. Also wenn ich das dann skaliere, dann soeben war es ein ganz einfaches Vorbild von Illustrator. Aber
Illustrator macht dann, kann auch so eine Art Styles hier im SVG einbinden. Kann man auch wenig mitmachen, aber sind auch nicht sehr, sind ein wenig ohne Bedeutung, sind sehr anonym, ST 3, 4, 5, 6 und sind auch sehr gefährlich. Illustrator nimmt nämlich immer die gleichen Klassennamen. Wenn ich nur ein Bild auf meiner Webseite einlade und dann macht das ja wahrscheinlich nichts. Die Klasse ST3, okay, die wird es wahrscheinlich nicht nochmal geben. Wenn ich jetzt mehrere Bilder richtig in die Webseite reinlade und das Styling rausziehe, dann gibt es auf einmal zwei Bilder, die sich ST3 oder ST4 Styling oder ST1 Styling haben. Und dann wird schon mal penibel. Also man sollte sich, man sollte dann dafür sorgen, dass man eine überlegene Gruppe macht und an das Styling dann dementsprechend anpasst, also der Selector ausbreitet, mit in dem Fall ID Circle 1. Man sieht dann weiterhin etwas später in der Präsentation wird es dann wohl noch deutlicher. Ja, ich benenne nicht alle Text auf einer Seite. Das könnt ihr in Ruhe nachlesen, euch die Links folgen. Das macht dann mehr Sinn. Wenn es zu schnell geht oder ihr Fragen habt, bitte fragt. Spaß. Okay. Diese Datei von der Chiara. Ja. Da war ja diese Brille, die dann mal weg war. Ja. Wie konnte man das sehen, wo die Brille war? Ich weiß nicht, ob Sie es da gesehen haben. Nein, ich habe das vereinfacht. Man kann hier zwar, aber da würde dann etwas wie Brille stehen. Hier steht Augenschatten. Aber wenn du willst, ich kann es dir im Nachhinein nochmal zeigen. Dann haben wir eine SVG-Datei, aber die muss dann irgendwo noch in der Webseite rein. Das Einfachste ist, man lädt sie einfach als Image. Du nimmst einen Image-Tag und anstatt das Image, einfach die SVG-Datei. Das funktioniert in den modernsten Browsern. Also nicht in den Internet Explorer 6 oder 7, das nenne ich dann nicht modern. Aber die anderen Browser machen es. Auch das iPhone, iPad. Etwas später kommt noch ein Vorbild, das habe ich auch im Cross-Browser-Testing selber ausprobiert. Funktioniert halt überall. Und dann sieht man schon, wenn man das hier, die Bilder sich reinholt, dann sieht man, wenn wir zurückdenken an das Titelbild, das Herzchen, das funktioniert. Der Diamant, das funktioniert dann nicht. Hier, denn ich habe hier das CSS-File nicht zugefügt. Und die Animation, die ich hier in diesen Kontrollpanel-Dingsbums reingemacht habe, die sitzt im SVG drinne. Das funktioniert auch, wenn man das einfach als Bild lädt. Man kann das SVG, wird man wahrscheinlich auch sagen, auch als Hintergrundbild laden. Und hier, das Hintergrundbild ist einfach ein ganz kleines Viereck. Und das wird dann hier wiederholt und da bekommt man so eine Art Gitter. Da hat man ein ganz kleines Bild, ein paar hundert Bytes und ein ganz schöner Hintergrund, der gestochen scharf, in welcher Resolution dann auch dasteht.
Am schönsten wird es aber, und das ist in der Sache hier, wenn man das die SVG-Datei in solcher Art in einer in der HTML-Datei einlädt, dass das interne da SVG-Datei, also die IDs und die Klassen, dass die dann zugänglich sind. Das geht entweder durch den Text der Datei, wie hier gehabt als Vorbild, direkt in die HTML-Datei einzubinden. Das ist dann aber nicht unbedingt praktisch, denn da müsste man das ja machen, überall wo man die Datei oder das Bild benutzen würde, müsste man die den Text reinkopieren. Das macht nicht unbedingt Sinn. Aber es geht halt, und dann kann man sagen, kann man sich das Styling anpassen, genau als wäre das Teil des HTML-Baumes. Kann man sich das Rectangle anwählen, die Farbe, Füllfarbe, Dicke der Linie, alles kann man anvisieren. Man kann das, es gibt auch verschiedene Sachen, um das als Font einzubinden. Vielleicht kennt ihr iCommun oder Font Awesome. Das sind an und für sich auch Vektorgrafiken, die dann als Font dargestellt werden und in der Datei eingeladen werden. Am schönsten, und da werden wir noch was mehr drauf eingehen, ist, wenn man dann doch eine einfache JavaScript-Datei nutzt, um nicht das Bild einzubinden, aber die Datei selber. Also man sagt blablabla, das SVG, und dann hat man einfach kann man eine einzige Datei haben, die auf verschiedenen Stellen benutzt wird, und das JavaScript sorgt dafür, dass die CSS in der Datei freigegeben wird, würde ich mal sagen, innerhalb des Browsers. Es gibt verschiedene Libraries dazu, die verschiedene Sachen machen können. Da gibt es zum Beispiel das Snap Library, damit kann man ganz schöne Animationen machen. Da gibt es ein Tool, das ist relativ neu. Da gibt es ein etwas älteres Tool, Raphael, wo man auch verschiedensten Sachen zeichnen kann. Das Raphael zum Beispiel, das bringt einem dann auch, wenn man das nutzt, Backwards Compatibility bis auf Internet Explorer 6. Also da gibt es schon Möglichkeiten, das zu machen. Man kann das SVG Web ist ein Vorbild, wo man die Grafik dann einbindet mit Flash. Ja, ich würde es nennen, aber das macht eigentlich keinen Sinn, aus meiner Hinsicht. Und das letzte ist dann SVG Injector. Das ist das Tool, was wir uns anschauen möchten. Das hilft mir dann, um die Datei einfach einzugeben. Ich nenne das dann, dies wäre Embedding. Ich kopiere halt meine Sachen rein, und ich nenne das andere Injecting. Ich injektiere die SVG in einer Datei. Das Injektieren ist relativ neu und auch noch in Entwicklung. Eine Partie, die das gut macht, ist Use Iconic. Die machen Ikonen und liefern ein SVG Injector Tool als Open Source mit, was wir dann benutzen können. Und hier wäre dann ein Vorbild. Ich sage, das ist ein Bild. Ich hoffe, das ist gut zu lesen, auch hinten. Ich zeige mir das Bild an. Und ich füge noch eine extra Klasse dazu, InjectMe.
Das JavaScript weiß dann, okay, hier ist eine SVG-Datei, muss ich was Spezielles damit tun. Um das möglich zu machen, muss man ja, selbstverständlich will ich mal sagen, etwas Extras machen. Man muss das JavaScript einbinden und gut definieren. Und wie ich schon ein wenig angedeutet habe, wenn man mehrere Grafiken auf einer Seite hat, dann soll man die doch namespacen, will ich mal sagen. Also pro Datei eine Art Wrapper darum anzeigen, dass keine Konflikte im Styling sich vortun. Man kann dann auch External Style Sheets benutzen. Und da wird es noch schöner, wenn man die benutzen kann, wenn das Styling nicht in der Datei eingelagert ist. Dann kann man sich das Styling über Less erzeugen. Man kann das wieder benutzen. Unbegrenzte Möglichkeiten, würde ich mal halt sagen. Für manche Browser ist es dann doch noch notwendig, dass es auch noch ein Styling intern gibt. Aber so könnte es dann auch sehen. Ich habe mein Wrapper Class, nennt sich Profiles. Wieder das Circle, die Chiara, ihren Kragen. Hier ist dann eine Gradiente, die ihr Gesicht, linkes Auge, Augenschatten und der CSS wäre dann Selector mehr spezifisch machen. Ich brich mir noch die Zunge. Und dann konfliktiert das ST345 nicht. Ich habe das mit dem Injektieren für die JAB Joomla and Beyond habe ich das ausprobiert. Ich habe persönlich das Cross-Browser-Testing auf Windows 7, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera 8.1, ja, die ganze Liste hier. Und das hat alles funktioniert. Also da kann man doch schon davon ausgehen, dass die Sache erwachsen geworden ist, dass man das ja doch schon einsetzen kann. Wann wird es dann noch schöner? Man kann die Sachen kombinieren. Wir haben ein Vorbild, was wir auf unserer Webseite benutzen. Ihr habt hier auf dem ersten Gesicht, würde man sagen, zwei unterschiedliche Bilder. Das sieht man nicht ganz gut hier auf dem Beamer, aber hier ist auch ein Farbgradienten drin. Und wenn man jetzt sich den Code anschaut, dann sieht man, ja, das ist dieselbe Datei. Und nur über eine extra Klasse, Consulting und Training, und dementsprechend das CSS, sorge ich jetzt dafür, dass, wenn ich Consulting sage, dass hier der Text Consulting steht, dass das gelbig wäre und auch hier, dass das gelbig ist. Und wenn da Training steht, dann ist das grün und steht auch hier der Text grün. Ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, was da passiert. Eigentlich steht hier, wir haben 6 Varianten, stehen hier 6 Texte. Und nur wenn der Text für die Klasse Consulting, wird das Consulting gezeigt und all die anderen Texte sind hidden. Aber der Vorteil, dass ich nur eine einzige Datei habe, sind vielfältig. Ich mache mal eine Umfrage. Diese Datei, das ist eine Farbgradiente drin. Es gibt hier 6 Versionen davon. Die werden auf verschiedene Größen dargestellt auf der Webseite. Was würde das denn, will ich mal sagen, kosten auf einer Webseite? Ich meine, eine Umfrage in Kilobytes.
oder Megabytes. Wer wagt sich dran? Wenn ich das traditionell über Images mache. Ja, groß und klein auf der Webseite. Mit Gradiente, Text. Wer wagt sich dran? Mit Gradient, okay, das wird schon sehr gut komprimiert, denke ich, mit Gradient und verschiedenen Größen. Wer wagt sich dran nochmal? Noch andere? Sechs verschiedene in drei Größen. Ja, noch jemand? Ich laufe was voraus auf der Sache. Also, es geht also 30 Kilobyte. Die sechs Dateien. Unterschied. Aus SVG, ja. So, ja, das war nicht. Entschuldigung. ja. Nein, nein, okay, in JPEGs oder GIFs. Ja. Ja. Also, von der Performance her habe ich das mal ausgezeichnet. Also, wir haben fünf Pillars. Unkomprimiert machen die zusammen 69 Kilobyte als individuelle Datei. Wenn ich die dann als Image einlade, dann habe ich fünf Dateien, fünfmal HTTP-Request, für jede Datei einmal, wenn ich nur auf eine einfache Größe mich entscheide, komme ich dann ungefähr auf 80% von der ersten. Wenn ich die Dateien individuell injektiere, also ich habe dies als SVG und diese als SVG, dann bekomme ich sechs Files, ein CSS-File, die fünf individuelle Dateien, komme ich dann auf sechs HTTP-Requests und ungefähr 80% der Größe, also 61 Kilobyte. Wenn ich dann den ganzen Toolkit drauf loslasse, dann im Endeffekt habe ich dann zwei Dateien, das Image und das JavaScript-Datei, muss ich auch mitzählen. Der Code wird bei mich dann über Less in die Standard-Custom.css-Datei eingeladen, eingebunden, also den zähle ich dann immer nicht. CSS wäre dann 2,3 Kilobyte in diesem Fall und komprimiert, ich habe nochmal übertrieben, also komprimiert sind 23,1 Kilobyte. Also SVG, wenn man das wie soll man sagen, clever einsetzt, ist viel kleiner. Kann viel schöner sein in verschiedenen Größen. Man braucht sich im Vorhinein keine Sorgen zu machen, braucht das auch nicht. Wenn das Logo etwas größer wird, es skaliert einfach. Man braucht nicht wieder zurück zu Photoshop, das auf neue zu rendern, zu optimieren, Zeugs. Es ist kleiner und die Anzahl der HTTP-Requests kann signifikant kleiner sein. Auch nicht. Auch sehr, würde ich mal sagen, ich habe es gerne. Als letztes hier dann noch was über die Animation. Glaube ich, dass ich dann noch wirklich in der Zeit bin. Dieses hier mit den die Sternchen, die langsam von der Farbe her runter wechseln. Dann macht man das hier in Less. Und ich machte das in Less. Ich habe hier ein Mixin, das mir den Namen, die Keyframes, die Zeit dazwischen, die Art der Transit-Übergänge, Anzahl, weiß ich was, habe ich mir zusammengestellt. Kann ich dann hier die Animation einstellen und die Keyframes und dann geht es halt los. Dieses CSS, dieses Less steht alles zur Verfügung über die Webseite. Könnt ihr euch in Ruhe zu Hause anschauen und damit rumfuchteln. Ich denke, das ist dann auch
im Endeffekt einfacher, wenn man das auf diese Art und Weise machen kann. Wenn man das über SVG intern macht, dann und sich diese Slider mal anschaut, dann sieht das an und für sich ungefähr so aus, dass man sagt, ich habe hier einen Zirkel, ich animiere das, ich beginne, also die vertikale Position, ich beginne hier, ich ende, ich stoppe hier, beginne, wenn die Datei geladen wird, und das dauert dann 3 Sekunden, und dann, wenn ich hier am Ende bin, eine Sekunde später, starte ich dann eine andere Animation. Da kann man so vieles machen. Ja. Ja, ja. Ja, ist aber nicht so viel. Ja, ja. Ja, das ist, man müsste das eigentlich. Das gibt es halt dreimal für die drei Slider hier. Und dann sieht man auch, weil es im DOM eingebunden ist über die Vector, über diese JavaScript-Datei, kann man sich das dann auch mit dem Development Tools anschauen. Und die werden genau gehabt wie eine HTML-Seite. Eine etwas komplexere Animation, die dann von so einer Animationsdatei genutzt wird, sondern die dreht Schnee, der runterkommt, und die benutzt dann jetzt hier Snap. Ja, ich hoffe, dass ich mit diesem alles euch ein wenig einen Eindruck gegeben habe, was ihr alles mit SVG machen könntet. Ja, ja, kann ich sagen. Glasses. Und dann werde ich mal, weiß ich nicht, ja, dann ist das wahrscheinlich eine On-Hover. Nein, kein Event, also mal schauen, wann es, also das Event, das war schon eine Weile her. Das, also wenn ich hier auf den Zirkel raufgehe, also, nein, hier, mach das mal. Nein, nein, nein. Hier, das On-Hover-Event steht auf Chiara. Und weil die Brille unterhalb, die Verschachtelung habe ich da halt, das ist der Grund der Verschachtelung. Ich kann das, weil die Brille innerhalb der Verschachtelung der Chiara ist, der Gruppe Chiara ist, kann ich das On-Hover-Event von Chiara, also kann ich einen Selector bauen, Chiara, On-Hover und dann Brille und On-Hover Display None. Oder mach's eine andere Farbe. Oder weiß ich was, was sie machen möchten. Noch mehr Fragen? Okay, ich hoffe, ich habe euch angeregt, das weiter zu erproben. Es kann einen ganz großen Nutzen bringen. Ich probiere die meisten Webseiten, die ich jetzt mache, alle Grafiken nur noch über SVG zu machen, weil es kleiner ist, mehr Möglichkeiten hat
Und ja, Chiara mag es auch, also die Designerin, dann macht es dann auch Sinn, wenn man da beide dran arbeiten kann. Ja, ich hoffe, es bringt euch was. Wenn ihr Fragen da noch habt im Nachhinein, ich bin noch hier bis zum Nachmittag. Ja. Ob die jetzt in der Bildersuche das glaube ich dann nicht. Aber ist eine gute Frage. Ich habe die Antwort eigentlich nicht. Das Gute daran ist, was ich schon weiß, ist, dass man, weil es injektiert ist, dann wird auch der Text innerhalb der Datei indexiert. Wenn man das embedded über ein Image Tag, dann wird es wohl als Image registriert. Es ist halt, was man haben möchte. Mir bringt es mehr Vorteile, dass ich das im DOM injektieren kann und manipulieren kann. Ja, wenn man eine Website hat, könnte man alle SVG-Images in einer Datei kombinieren. Zum Beispiel hat man nur eine zu laden und dementsprechend über Styling das eine oder andere Bild anzeigen. Ja, aber es steht einem frei, dass zum Beispiel auf der Logo-Position, wo es dann das nicht so sehr auf den Styling ankommt, das dann als Image einzuladen, dann wird es indektiert, dann sieht man nichts anderes als Image und weiter kann man dann das im DOM-Objekt injektieren, ja? Ja. Okay, nochmals, wer Fragen hat, schubst mich an. Das euch begegnet ist. Das ist mir begegnet, weil als ich mal versucht habe, so animierte Karten zu machen, also Landkarten, wo man den Umriss des Landes sieht und die einzelnen Landkreise sind dann mit einem Mausklick. Ja, kann ich mal sagen. Das ist, glaube ich, eine klassische Möglichkeit, das anzuwenden. Ja, es gibt sehr viele Möglichkeiten, das anzuwenden. Diese Möglichkeit habe ich auch auf einer Webseite eingestellt, wo was nennt sich das? ICN? Projects Tuberkulose. Wo war es denn? Wo war ich? Das ist auch eine SVG-Grafik. Und das Styling, man sieht es nicht ganz hier unten, ist auch der Name noch, verschiedene Farben und die Darstellung ist über CSS geregelt. Aber es gibt sehr viele Sachen, wo es Sinn macht. Man kann auch ja einfach eine subtile Animation zufügen, die dann das Auge darauf auf das Ikon zieht. Ich mag es nicht zu übertun, dass man das wie früher, dass der Arbeiter an der Construction dann so wie blöd immer. Ja, aber subtil eingesetzt funktioniert es. Kann man das auch mit Musik oder so kombinieren? Ja, kann man. Ja, also ich habe verschiedene E-Bücher über SVG und die sind verschiedene hunderte Seiten
Da gibt es so viel, was möglich ist. Ja, ist kaum zu erfassen. Aber das geht, da muss man doch selber schon reingehen. Das geht dann halt nicht über Adobe Illustrator oder Inkscape oder. Aber an und für sich sind SVG-Dateien etwas wie normale Webseiten. Wenig anders, aber nicht viel. Wenn man sich da auskennt, dann geht das auch. Wie gehabt? Hier, hier sind die SVG, dies ist die Datei, Icon-Demo, weiß ich was. Und dann, wenn ich jetzt... Ja. Hier oben wird die irgendwo eingebunden. Ja. Muss man nicht, kann man. Ich mag es, wenn ich über eine externe Stylesheet machen kann, dann mache ich das mit Less und sorge dafür, dass es nicht im Demo hier, aber auf der Produktionsseite, dass das alles in einer einzigen CSS-Datei endet, die dann mitgeladen wird. Aber ihr könnt sich das alles anschauen hier im Nachhinein und wenn ihr Fragen sind, kann man mich erreichen. Ja, dann danke ich Ihnen allen sehr herzlich.